Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder in unserem Projekt Neumenibrunn, die Alpenmap. So, und ihr seht es auch, wir sitzen hier in großer Maschine im Grimme. Es geht zur Kartoffelernte. Wir haben einen Auftrag angenommen, weil ihr seht es hier auf der linken Seite, das ist nämlich unser Feld, unser neues Feld, das wir ja erworben haben. Das habe ich mittlerweile, habe ich dort Raps angesät. Es ist gewalzt und auch gedüngt und somit haben wir eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun. Die anderen Felder sind nämlich auch soweit ready und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir hier nochmal ein bisschen was an, denn Geld brauchen wir definitiv. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier um die Kurve rumkommen mit diesem großen Gefährt, weil wir schauen mal, dass wir hier da diesen Feldweg langfahren, um zu Feld Nummer 12 zu kommen mit dem Grimme-Ventor. So, hier lang. Ui, da bewegt sich aber. Das Schneidwerk. Feines Teilchen. Jo, und dann habe ich mir gedacht, ja, nehmen wir hier ein paar neue Aufträge an, weil auch die Map ist ein bisschen neu. Es gab nämlich ein Update. Es ist die Version 1.0.3.0 jetzt. Und da springen auch schon wieder die Rehe rum. Und die sind auch Bestandteil dieses Updates. Denn da soll sich ein bisschen was getan haben. Und da komme ich auch gleich dazu. Jetzt werden wir aber erstmal dieses schöne, schöne Gerät, den Ventor 4150, mal hier auspacken. Und da bewegt sich vieles. Und überall klappt es aus. Jo, und jetzt vorne noch das Schneidwerk. Klappt auch gleich aus. Super Dufte, sehr schön. Okay, dann wollen wir hier mal loslegen und Kartoffelernte machen. Und da müssen wir am Anfang ein bisschen aufpassen, denn wir müssen dann auf jeden Fall hier ein bisschen Vorgewende fahren. Denn dieses Feld endet da drüben an der Straße. Und dann kann es natürlich gut sein, dass wir ein bisschen Stress kriegen mit den Autofahrern. So, jetzt fahren wir aber erstmal hier hoch und dann erzähle ich euch ein bisschen was zum Update, denn wie gesagt, Version 1.0.3.0, und das Schöne an der ganzen Sache ist, es ist kein neuer Spielstand notwendig, zumindest habe ich jetzt noch nichts gemerkt, es funktioniert alles und es gibt wohl jetzt irgendwelche platzierbare Totholzbäume, das wurde hinzugefügt. Dann das Thema mit den Rehen, hier wurde die Spawnzeit etwas reduziert, die sollen jetzt nur noch morgens und abends für 3 Stunden aus den Wäldern kommen sozusagen und auf den Feldern herumspringen. So, jetzt müssen wir hier wieder schauen, dass wir das hier geschickt machen. Und dann müssen wir hier ein bisschen aufpassen. So. Ja, dann gab es noch ein paar Performance-Optimierungen und der kleine Unterstand hier auf dem Hof. Das ist der da unten, den man gerade nicht sieht. Jedenfalls der Unterstand neben dem Gewächshaus, der weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nicht mitbekommen, aber es war ja auch nie der Plan, den Hof hier zu zerlegen, in Anführungszeichen. Das konnte man wohl nicht entfernen, die anderen Gebäude konnte man entfernen, also den soll man jetzt auch entfernen können. Dann Spiegelungen zum Teich hinzugefügt und ein paar andere Kleinigkeiten, fehlerhaften Hotspot auf der Übersichtskarte entfernt. Okay, so, jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Oh, nicht, dass ich mich hier wieder festbeiße. So, weil das ist schon eine ganz schön heikle Geschichte hier mit dem Gerät. Bin echt am Überlegen, ob wir hier diesen einen vielleicht gar nicht machen, diese eine Bahn, weil wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht zu dicht an den Bäumen vorbeikommen. So, also wie gesagt, das zum Update und das Schöne ist, Gruß an den Mutter, dass der sich eben tatsächlich hier noch um diese Map kümmert. Das ist doch wunderbar, das ist schön, das ist vor allen Dingen vorbildlich, das gefällt mir sehr gut. Also dafür gibt es ein ganz, ganz dickes Lob von mir, finde ich super, schöne Map und wird weiterhin gepflegt und gehegt, sehr schön. So, wie gesagt, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Oh ja, da sind wir nämlich, ja, da kommen wir gerade so vorbei, hoffe ich. So, ist nämlich alles hier ziemlich eng. Okay, so, und der fährt uns fast hier ins, ins Fahrzeug. Gut, wie viel haben wir denn? 38. So, ich habe noch einen zweiten Auftrag angenommen, den werden wir da mit eigenen Gerätschaften abarbeiten, nämlich noch ein bisschen pflügen. Muss gerade mal schauen, wo dann das Feld ist. Aber erst fahren wir hier mal weiter. So. Ja, ist schon eine ganz schön große Maschine hier für diese Map.
Aber ich persönlich bevorzuge die Selbstfahrer, muss ich einfach, da bin ich ganz ehrlich, denn mit Anhänger sind erstmal relativ schnell voll und zweitens, ja, diese Wenderei, die brauchen dann schon ganz schön, die haben ganz schön Wendekreis. So, wir sind bei 47. Okay. So, hinten frei. Ja, hinten frei. Gut. So, dann müssen wir mal langsam den Abfahrer auch ranholen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ach, da haben wir auch Bäume. Eieieiei. Gut, dann schauen wir mal. So, hinten frei. Da kommt nichts. Doch, da oben kommt was. Aber da müssen wir uns ein bisschen beeilen. So. Ja. So, dann schauen wir mal, dass die Bäume hoffentlich ein bisschen weiter weg sind. Nicht, dass wir uns da wieder aus Versehen in irgendeiner Form verfranzen. Und dann holen wir den Abfahrer und dann schauen wir, wo wir eigentlich pflügen müssen. Ich habe da jetzt einfach ein bisschen wild. So. Ein bisschen wild, ja, oder zugestimmt, den Auftrag entgegengenommen. Aber wie gesagt, wir haben einen Pflug und der steht sonst nur rum. Und da können wir auf jeden Fall auch, ich weiß jetzt gar nicht, 2.000 oder 3.000 noch machen. Hier für diesen Auftrag gibt es über 12. Natürlich mussten wir jetzt hier die Gerätschaften ausleihen, aber ich glaube, das war nicht ganz so wild jetzt von den Kosten. So, kommen wir jetzt hier vorbei. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. So, die nächsten Bäume sind, glaube ich, kein Problem. Und wir sind bei 72%. So, ja gut, die rechte Seite ist natürlich unheimlich ausladend. Da müssen wir dann noch oben lang fahren. Ja, da lassen wir schon, glaube ich, ein bisschen was stehen. Aber ein bisschen Schwund ist immer. So, ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir oben, ja, wir fahren noch ein Vorgewende und dann oben belassen wir ihn stehen und werden dann erstmal unseren Abfahrer holen. So, das passt so. Ja, die berühmte Kartoffelernte. Ja, da war ich ja letzte Woche war ich ja im Wendland und da war ich dann auch auf einem Hof, der überwiegend Kartoffeln macht. Da stand da auch ein Grimme rum, aber eben zum Ziehen als Anhänger. Und drei Deutz verschiedenen Alters. Und ein großer Striegel, ein Biobauernhof, der eben dann die Felder striegelt und nicht, also mechanische Unkrautbekämpfung macht und nicht mit Spritze. So. Wo sind wir? Och, das ist ja Timing. So, dann fahren wir aber jetzt erstmal so rum. Ja, das unser Feld hier mit dem Ackergras, das dürfte, glaube ich, noch kein Problem darstellen, wenn wir da drüber fahren, oder? So, okay, Motor aus. Wir könnten eigentlich auch mal hier... Stopp. So, jetzt ist es aus. Okay. Dann werden wir mal den hier anschmeißen. So, Dille. Und dann fahren wir hier raus. Das ist deutlich besser und einfacher. Ich muss dann auch mal schauen, wo wir überhaupt mit den Kartoffeln hin müssen. So, links frei. Rechts sieht man gar nichts. Ja, das schwingt schwierig hier mit diesem Teil, mit diesem Bildschirm. So, wie sieht es hier aus? Links frei? Ja. Rechts sieht auch frei aus. Gut. Sehr schön. Also wie gesagt, finde ich gut, dass sich hier der Motor drum kümmert und dass er entsprechende Fehler beseitigt, ein bisschen was dazu macht und so. Das ist eine schöne Sache. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Update. Sehr gut. So, wird er abbiegen? Der biegt ab, oder? Ja, der biegt ab.
verlassen wir uns mal auf den Blinker, auf den Richtungsanzeiger. Und wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, haben wir ja jetzt hier einige Felder, also eins mit Ackergras und ein Feld haben wir nochmal Gras angesät, weil wir wollen ja unbedingt hier das neue DLC hier antesten mit den entsprechenden Berggeräten, mit den entsprechenden Gras- und Futtergeräten, die wir hier dann Ladewagen, Wender, Schneidwerke und eben entsprechende Maschinen mit Neigetechnik, die wir dann mal einsetzen können. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir hier eben mal ein bisschen Gras hier aufs Feld. Und dann können wir hier ein bisschen was ausprobieren aus diesem neuen DLC. So, da steht unser Schneidwerk vom Deutz. Ja, da bin ich auch am Überlegen. Das wäre ja natürlich ein schönes Feld hier als nächstes. Aber wir wollen ja eigentlich im Winter mal langsam... Wie gesagt, Forstwirtschaft würde mich reizen. Auf einer Map Forstwirtschaft und auf der anderen Map, da machen wir ja Big Farm, da machen wir ja große Maschinen mit Neubartelshagen. So, hier mal anschmeißen. Ach, da müsste ja eigentlich theoretisch auch gleich voll sein, oder? Wie sieht denn das aus? Was passt da rein? 30.000? Ich weiß es gar nicht. 15, 17, ach 21 oder so. Naja, trotzdem, der Hänger ist voll, ne? Oder? Sehe ich das richtig? Ja klar, der Hänger ist voll. 22.000. So, jetzt muss ich erstmal mal checken, wo wir damit überhaupt hin müssen. Und da sind sie auch schon wieder, die Rehe. Okay. So, im Auftrag ernten müssen wir zum Supermarkt. Der Supermarkt, der ist doch jetzt nicht so weit weg, oder? Schubi, schubi, schubi. Ihr wisst ja, ich habe da also ein bisschen Probleme und habe mir schon ein bisschen verfahren. Ist das hier nicht das? Ist der Supermarkt. Da haben wir ja Glück, dass der nicht so weit weg ist. So. Okay. Dann machen wir hier vier Bahnen und dann schicken wir den Helfer los und dann machen wir hier mal, ah ja, da sehen wir es nämlich, da haben wir nämlich hier einige Bahnen, ah, die nimmt er jetzt nicht mit. Das ist etwas ärgerlich. So. Gut, aber jetzt nimmt er es hoffentlich mit, dann kriegen wir hier einen sauberen und da sieht man auch, dass wir einige Bahnen hier auf der linken Seite haben stehen lassen. Aber nun gut, das ist halt eben der Tatsache geschuldet mit den Bäumen. Und ich hoffe jetzt, dass der auf dem Rückweg hier nicht hängen bleibt. So, wir fahren los zum Supermarkt. Da ist es ja nicht so weit hin. Da fahren wir dann hier über den Feldweg runter. Und dann schauen wir mal nochmal, wo wir pflügen müssen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Feld 7 oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da werden wir nämlich dann unseren Lambo nehmen. Und dann soll der noch ein bisschen Geld für uns verdienen. So, und hier dann auf die Straße und dann gleich links. So, Vorfahrt beachten. Wie sieht's aus? Kommt da was? Man sieht's nicht. Nein, da kommt nichts. Wie, Helfer B hat die Arbeit erfolgreich beendet. Was macht der? Ja, kümmern wir uns gleich drum. Erstmal abladen. Ja, da müssen wir dann doch von Hand ein bisschen machen. Merke schon. So. Und das müsste eigentlich hier die Plattform sein, wo wir abladen können. Für die großen Sachen. Weil hier gibt es ja auch noch eine Abladestelle. Doch, klar. So. Dann liefern wir hier mal die Kartoffeln ab. Die Krummbeere. Mit dem Brandner Power Tube. Plus. Oder wie ist das zu verstehen? 11%. Okay. So. Ja. Jetzt schauen wir mal. Oder liegt es hier an dem Schild, dass der hier jetzt nicht rum wollte? Ach du Schande, da kommt jetzt auch schon wieder der Verkehr. So.
Ja, wie gesagt, also das ist natürlich schon ganz schöne Action hier jetzt mit dem Fahrzeug. So, kommen wir da hinten rein. So, das müsste doch jetzt so passen. Dann können wir den noch laufen lassen. Da kommt nichts von links. Sehr gut. Oh, da sind da 230. Macht er da oben wieder eine Wendeaktion oder was macht er? Ich habe da sowas im Augenwinkel gesehen. Ja, es kann natürlich sein, dass der zu ausladend ist. Ja klar, der hat doch wieder gewendet. Wo fährt denn der jetzt lang? Also ich merke schon, da müssen wir wohl noch um einiges von Hand machen. So, den lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Was macht er denn? Okay. Ja, der fährt auch nicht bis raus, das ist mir klar. Da werden wir viel von Hand machen müssen. So, aber bevor wir das jetzt von Hand machen. Gut, schaue ich nochmal ganz kurz nach, wo wir eigentlich mit dem nächsten Auftrag hin müssten. Feld Nummer 7. Wo ist Feld Nummer 7? Feld Nummer 7 muss doch bei uns in der Gegend sein. Ach ja, das kleine hier. Okay. Und jetzt schaue ich nochmal. War da irgendwie was Besonderes? Nein. Wie viel PS brauchen wir denn eigentlich für den Flug? 160. Dann könnte man eigentlich auch mit dem Valtra. So, wo haben wir ihn denn? Da ist er doch. Und da haben wir auch unsere neue Walze, die wir das letzte Mal gekauft haben. Sehr schön. So, hängt nicht an. Dann müssten wir doch auch mit dem Valtra hier ein bisschen pflügen können. Und der Pflug, der steht da. Schon viele, viele Monate ungenutzt. So mal ein bisschen ran hier. Passt das so? Gerade ein bisschen. So, okay. Ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Okay, da müssen wir hier durch. Da kommen wir, glaube ich, nicht um die Kurve. Heck schwenkt aus, wie man so schön sagt. So. Sehr gut. Ja, und im letzten Monat habe ich noch ein bisschen paar Hühner verkauft, weil, ja, das bringt ja auch ein bisschen Geld, nicht viel, aber etwas. Aber der Hühnerstall war voll, der Kuhstall, da haben wir noch einen Platz, glaube ich, für 30 Tiere. Und dann habe ich noch ein bisschen Salat verkauft. So. Damit wir ein kleines bisschen, ja, Kohle machen, bisschen Bares, Liquidität schaffen. Und Milch habe ich auch schon mal ein bisschen was verkauft. So, das ist auch der Grund, weil wie gesagt, die Walze, das musste wieder rein. Das waren knapp 40.000, 41.000 für die Walze und das Geld musste wieder rein. Denn wenn wir das Feld bzw. das Forstgebiet kaufen, mit dem ich liebäugle, das sind, glaube ich, um die 55.000, 56.000. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ordentliche Maschinen, denn hier, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Freund, hier mit Klein-Klein zu arbeiten. So. Okay, das war nämlich die Dingstellung, merke ich gerade. Das war die Transportstellung, das ist jetzt die richtige. Jetzt muss ich überlegen. Flug drehen, genau. Ich überlege gerade, ist das so rum richtig? Oder würde man andersrum anfangen? Naja gut, am Schluss ist es dann, glaube ich, auch relativ egal. So, er lässt ein bisschen was stehen, aber das ist nicht so dramatisch, denn bei den Aufträgen müssen wir ja keine 100% erreichen. Wir können den, glaube ich, jetzt erstmal
rennen lassen oder warten wir mal lieber, wo der jetzt da vorne hinfährt. Sehr schön, sehr schön. So, ja, das Feld hätten wir auch noch abernten können mit einem Auftrag, aber das haben wir dann nicht gemacht. Aber es sind noch genügend andere Felder da. Ja, wir können also auch, glaube ich, nochmal 3 oder 4 Ernteaufträge annehmen. Ja, 9, 19 und 25. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er wird ja hoffentlich in die richtige Richtung gehen. Und natürlich, wird er den Pflug drehen oder nicht? Nein, er scheint ihn nicht zu drehen. Dann haben wir doch falsch rum angefangen. Gut. Aber den können wir jetzt laufen lassen. Dann kümmern wir uns wieder ein bisschen hier um unsere Kartoffelernte. Und das heißt, wir werden hier jetzt mal das nächste Vorgewende fahren. Ups. Ja, beinahe hier angestoßen. Kommen wir noch ein bisschen ran? Ja. Okay. Ja, wir haben ja keine Schweine auf dem Hof. Dann wäre es natürlich auch interessant, noch ein paar Kartoffeln hier abzuzweigen für uns als Futter. Aber die Kühe, glaube ich, die brauchen keine Kartoffeln und unsere Hühner auch nicht. Warum glaube ich eigentlich? Ich weiß es. So, das Ganze wäre jetzt nur für die Schweine interessant. Das heißt, wir können alle Kartoffeln verkaufen. Und dann kommt noch wieder ein bisschen extra rein und da haben wir den Schatten von unserem kleinen Hobbypiloten. So, dann fahren wir hier rum. Naja, da werden wir schon noch ein paar Vorgewände theoretisch fahren müssen, weil der definitiv das nicht abfährt. Aber natürlich können wir die Vorgewände auch am Ende abfahren. So. Kommt da was? Nein. So, und dann schicken wir hier den Helfer los. Das scheint jetzt hier zu passen. Ich werde das Ganze nochmal beobachten und natürlich hier weitermachen, gar keine Frage. Ich sage an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war wieder mal interessant, hier mit dem großen Grimme unterwegs zu sein, dem Ventor 4150 ist so ein starkes Maschinchen hier, gar keine Frage. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Hoffe, es war wieder ein bisschen kurzweilig und sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal, wenn wir den LS22 spielen. Entweder auf Neubratelshagen mit unserem Big Farm Projekt oder hier die schöne Alpenmap mit Neumiedibrunn. Ich sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.